Von Großpössner aus ging es dann für ein paar Tage nach Dresden, wo wir an einer Familienfeier teilgenommen haben. Hier standen wir auf dem Campingplatz an der Vostra. Das ist ein sehr schön eingewachsener Platz im Osten der Stadt, an der Grenze zu Heidenau. Die Übernachtung kostet hier anfangs 20 Euro, inklusive Strom, Duschen und WC. Also ein durchaus attraktiver Preis für einen Stadtstellplatz. Von hier aus kann man mit dem Bike an der Elbe entlang fahren und ist in rund 12 Kilometern in der Altstadt. Oder die andere Richtung, Richtung Sächsische Schweiz. Bis Rathen sind es etwa 20 Kilometer. Ich hatte über diesen Platz schon berichtet, den Link findet ihr in der Beschreibung. Ja, und dann ging es Richtung Süden. Wir wollten ja noch die Anhängerkupplung anbauen lassen und machten einen Zwischenstopp im Markt Redwitz in Oberfranken im Fichtelgebirge. Markt Redwitz bietet seinen Besuchern zwei Stellplätze am Auenpark, die übrigens beide komplett kostenlos sind. Unser Platz, sehr ruhig gelegen neben einem Tennisgelände, bietet 12 Stellplätze. Der zweite Platz mit 8 Stellplätzen wird derzeit noch hergerichtet, kann aber schon genutzt werden. Ein kurzer Schwenk über Markt Redwitz. Und hier der sehr schön angelegte Auenpark. Die einzelnen Stellplätze sind sehr großzügig, auch für große Mobile geeignet. Alles ist sehr sauber. Hier kann man entsorgen und Frischwasser zapfen. Und an dieser Tafel gibt es wichtige Informationen. Die Plätze sind, wie gesagt, kostenlos. Der Strom kostet 50 Cent pro Kilowattstunde und das Wasser 10 Cent pro 10 Liter. Also da kann keiner meckern. Auf der Rückseite der Infotafel gibt es Informationen über die Stadt und die Umgebung und kostenlose Stadtpläne. Wirklich vorbildlich. Hier nochmal unser Platz, schön im Grünen. Für alle Plätze steht Strom mit 16 Ampere zur Verfügung. Ein kurzer Überblick zur Orientierung, wo wir uns befinden. Hier ist der Stellplatz am Auenpark und da geht's zur Altstadt. Einkaufsmöglichkeiten gibt es reichlich. Genauso wie Restaurants. Wir waren übrigens direkt am Tennisplatz beim Griechen im El Greco. Das war sehr lecker. Ein paar Eindrücke von dem wirklich sehr schön angelegten Auenpark. Der übrigens 2006 anlässlich der grenzüberschreitenden Landesgartenschau Markt Redwitz und dem tschechischen Cep oder Eger angelegt wurde. Hier findet man viel Grün, Wasser und auch Spielmöglichkeiten. Ein Spaziergang durch die Altstadt der rund 18.000 Einwohner zählenden Kleinstadt ist durchaus lohnenswert.
Es gibt einige historische Bauwerke und mitten in der Stadt das KEC-Einkaufszentrum mit zahlreichen Läden und Gastronomie. Erwähnt werden muss auf jeden Fall das MAK Naturbad. Das ist ein kostenloses Naturschwimmbad mit einer Wasserfläche von 5000 Quadratmetern, einer riesigen Wellenrutsche und einem Sprungturm mit 1, 3, 5 und 10 Meter Plattformen, das in den Sommermonaten täglich geöffnet hat. Wir haben uns am Auenpark sehr wohl gefühlt und können den Platz nur weiterempfehlen. Auch heute vielen Dank für euer Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal.